Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu spielen Hoffenheim gegen Werder Bremen im Waldstadion. Ja, wir spielen den nächsten Bundesligaspieltag, ist das mittlerweile Sonntag, der 13. September. Und ja, Spielzeit wisst ihr ja, 4 Minuten auf Weltklasse. Und ja, es lief jetzt diesen Spieltag wirklich nicht gut. Ich habe normal im Schnitt meistens unentschieden und dann doch ab und zu mal einen Sieg mit drin. Aber im Moment so gut wie alles verloren. Und mit so gut wie alles verloren, meine ich eigentlich alles verloren. Und ja, ich hoffe, mit Hoffenheim kommt natürlich jetzt die Wendung. Wäre natürlich cool, gleich hier gegen die Bremer. Wir spielen ja immer die Mannschaften, die ein bisschen nördlicher liegen. Also gegen die Mannschaften. Also und ja, nachdem Gladbach nicht gegen Hamburg gewonnen hat, hoffe ich natürlich, dass ich mit Hoffenheim heute das Ding rocken kann. Also, ich will wenigstens einen Punkt sehen. Einfach, um meine Ehre auch für FIFA ein bisschen wiederherzustellen. Ja, welche, wenn ich mir jetzt frage, welche Ehre hast du in FIFA, verlierst du sowieso jedes Spiel? Stimmt. Das war auch nur ein Gag. Aber, wir können ja mal gucken. Ah, bisschen besser aufs Tor. Und vielleicht hat man mal Glück und man kriegt Ecke oder der Ball geht doch mal rein. Der war ja gar nicht mal so verkehrt. Also, man sieht, in dem Spiel kann sich was ändern. Die ersten Chancen sind gleich nach 12 Minuten. Das gegen Bayern in Augsburg, da stand schon nach einer halben Stunde schon 2 zu 0. Also, man kann ja nie wissen. Ah, Mist. Ich wusste jetzt schon gar nicht mehr, ob ich passen oder schießen soll, weil ich wollte eigentlich schießen. Dann ist er noch so durchgetangelt und... Ja, naja. Und ich werde immer so leicht ausgespielt, er dreht sich einmal um den Ball und abseits. Junge, es war abseits. Mann. Muss man die Leute immer hinten neid reden. Ja. Der Mann mit der tollen Frisur. Zum Mann mit einem tollen Namen. Zum Mann mit der tollen Hautfarbe. Komm. Nein, und... Oh. Er stand doch komplett frei. Rudi. Leute. Und, ah, oh Mann, der Ball muss einfach wenigstens mal aufs Tor. Wenn er wenigstens mal aufs Tor gehen würde. Die Schüsse sind nicht schlecht von Hoffenheim. Die Schüsse sind nicht schlecht. Bremen habe ich sogar gut unter Kontrolle. Ich glaube, gegen Bremen habe ich auch nicht verloren. Ich habe jetzt noch nicht so oft, glaube ich, gegen Bremen gespielt. Ich glaube, es war bis jetzt auch nur ein Spiel und ich glaube, es ging unentschieden aus oder keine Ahnung. Oder habe ich mit Bremen gegen Schalke gespielt? Ich weiß das echt nicht mehr. Und ja, es ist auf jeden Fall machbar. Es ist machbar. Ein paar bessere, wenn ich die Pässe in besser time und... Oh, und die Chance einfach besser nutzt. Mann. Ihr habt gesehen, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich dachte jetzt wirklich, er kommt gut, aber... Mann, ist 1-0 wäre wichtig. Und Hoffenheim vor allem, es wäre wirklich mal wichtig, ein Spiel wieder zu gewinnen. Heute ist mittlerweile wirklich schon Sonntag. Und ja, ich hoffe, ihr habt natürlich besseres Wetter wie ich gerade. Sieht gerade sehr düster aus. Bei uns. Ah, das war auch wieder total schlecht. Der Pass war so richtig scheiße, Mann. Mann. Aber ich könnte es natürlich jetzt auch so ober-nerd-mäßig machen, wie so, also, was heißt nerd-noob-mäßig natürlich. Und mach das jetzt hier und tu mir sowas wie Ronaldo und Bale und Messi alles zu Hoffenheim. Und tu dann so, als ob ich total der Gott wäre. Und, ne, ich spiele lieber viel und laufe mit dem Ball im Aus. Wie so ein richtiger Noob-Gott natürlich. Ne, finde ich mal Schwachsinn. Ich habe auch so einen Kumpel. Und, na, es ist nicht Breezy sogar. Das heißt sogar, es ist nicht Breezy, Herr Breezy ist nicht so der FIFA-Typ. Und das erste, was er macht, ist, er spielt immer Anfänger, hat Zeit 10 Minuten, du bist erstmal zu Bayern, immer Ronaldo, Bale, Rooney und alle möglichen Leute, die einfach Namen haben. Und spielt dann, wo ich mir denke, ja, also es macht einfach gar keinen Spaß, weil du kannst auf Anfänger auch so hoch gewinnen, da die einfach meistens nur glotzen, sie gucken ja wirklich nur zu. Und dann noch so überpowertes Team und dann spiele ich da Karriere oder Bundes, also... So Saisons durch. Finde ich einfach dumm. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich einfach nur dumm. Ja, mittlerweile ist Bremen schon besser ins Spiel gekommen.
Was natürlich nicht so gut ist. Aber ja, komm, 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 Junge. Komm, nimm den Ball mit. Komm. Was machst du? Was macht denn der? Ah, Mann. Es ist das erste Spiel, was Halbzeitstand mal wirklich 0 zu 0 ist. Das ist das einzige Spiel, wo ich bis jetzt sage, ey, da ist, das geht was. Komm, wir gehen jetzt einfach noch ein bisschen mehr offensiv und hoffen einfach auf mehr Glück. Komm. Also schlimmer kann es jetzt nicht werden. Ah, komm, renn doch durch. Ich zumindest nicht mehr hierher. Also das hat mit Fußball wenig zu tun. Moderatoren sind ja nicht sehr gut gestimmt. Finn Bartels. Aber das macht ja gar nichts. Modeste. Komm, komm, komm. Oh, Mist. Kastel zum Tor. Sich gerade der beste Torhüter, natürlich sehr gut. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Komm, Leute. Komm. Oh, Mist. Mist. Er nimmt den Ball einfach nicht an. Wir lassen wirklich Chancen liegen. Und Schiri lässt einfach auch nicht weiterlaufen. Gut, das Abseits ist total sinnlos, weil ich jetzt eh den Ball gehabt hätte. Aber was will man da machen? That's FIFA. That is FIFA. Hier ist lebt und lebt natürlich. Geh weg. Das, Leute, Leute, ich verstehe es nicht. Ihr müsst mir wirklich FIFA-Nachhilfe geben. Ihr müsst einfach, jeder, der will, darf gegen mir spielen. Ihr müsst mich einfach nur anschreiben. Weil, es tut mir leid, wenn ich echt immer so oft verliere. Es tut mir, es macht ja keinen Spaß, Videos anzugucken, wo jemand immer verliert. Und, ja. Der Ball kommt wieder nicht an. Oh, Mann. Oh, Mist. Mist, mit sowas rechnet man immer nicht. Ich wusste, er läuft nach unten. Aber irgendwie. Vielleicht ist mein Controller schon kaputt, nachdem ich hier muss, meine Wutausbrüche auslebt nach dem Spielen. Damit ihr das natürlich nicht mitbekommt. Nein, Spaß, klar. Nee, es. Ich weiß, es liegt an meiner Spiel. Ich will es leider. Es tut mir leid, dass ich es sage. Es liegt an meiner Spielkunst. Aber ja. Naja. Komm schon. Leute, jetzt. Echt. Wenn ihr schon vorne nichts macht, dann passt wenigstens hinten auf. Ball im Tor aus, Abstoß. Also gut, wir gehen jetzt auf totale Angriff. Ich ziehe es nicht ein, komm. Dann nehme ich jetzt die Niederlage in Kauf, wenn es sein muss, aber ich hoffe natürlich jetzt auf Sieg, aber ich kann natürlich jetzt echt nur einen Sieg hoffen, wenn ich ein Tor schieße und dafür muss halt echt mal irgendwas nach vorne. Und wieso? Ich kriege den hinteren Spieler, wenn der vordere eindeutig eher in den Ball kommt. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters. Ja, der Ball ist weg. Oder? Ah, Torwart. Das gibt's. Oh, das ist doch wohl ein Witz. Klar, gibt's natürlich keine Wiederholung. Oh, Junge. Also ich will ja wenigstens einen Punkt mitnehmen, habe ich ja gesagt, aber man will natürlich gewinnen, wenn man schon spielt. Und das ist total ärgerlich, wenn man dann... Ah, Scheiße! Ich konnte nichts dafür, wenn er nicht auf mir liegen bleibt und einfach das Spiel weiterläuft, passiert gar nichts. Oh, Gott sei Dank. Es ist schon die 82. Minute, es steht 0-0. Ja, die ersten 20 Minuten hatten mir gute Chancen, gebe ich ganz ehrlich zu. Danach lief einfach alles schnurschief. Und, ja. Es sind Flanken, die einfach in den Fünfer fliegen. Immer. Ich meine, die müssen das ja bewusst so programmieren, weil sonst kann sowas gar nicht passieren. Ist ja logisch. Aber ich stand gut, ich habe eigentlich nicht so weit geflankt, deshalb hätte er zu den Spieler gegangen von der Weite her. Aber er fliegt einfach direkt in den 5-Meter-Raum und... Ja, was willst du da machen? Der Torwart rennt raus und hat ihn direkt. Und ja, Bremen kommt jetzt nochmal leider durch, aber nicht gut genug. Hoffentlich. Zack.
Das ist ja noch nicht mal die 90. Ich dachte, das ist schon 90. Rudi. Hätte ich doch jetzt einfach mal geschossen. Ich glaube, das wäre einfach besser gewesen. Was meint ihr, war es besser gewesen? Dann schreibt einfach Hashtag 90. Ja. Oder Hashtag 90. Nein. In die Kommentare. Ach, Mann. Junge. Regt mich doch nicht auf. Nein. Warum pfeifst du jetzt ab, Mann? Es ist noch... Na gut. Sorry, Leute. 0-0. Ich meine, keine Niederlage. Ich hoffe, es wird einfach wieder besser zum nächsten Spieltag. Und ja, schaut... Naja, ich würde sagen, schaut trotzdem weiter rein, aber das müsst ihr natürlich selber wissen, aber das war nächstes Mal wieder. Ich weiß, der Spieltag lief einfach schlecht, aber der nächste wird wieder besser, ich verspreche es euch. Ciao, Leute.